Das wird krass, Junge. Was geht ab, mein Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wir machen uns auf den Weg nach Bonn, denn dort ist die NFC 10 Veranstaltung, wo Max Koga und auch Islam Dulatov kämpfen. Bei der UFC haben wir ja schon ein paar Beispiele gesehen. Da sehen die richtig abgefuckt aus, aber hier sehen die alle noch echt gut aus. 77. Frühstück! Jetzt geht's wieder zurück ins Maritim-Hotel, denn jetzt machen die Fighter ihre offiziellen Face-Offs. Face-Offs war schon sehr intensiv. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Kämpfe morgen absolut krank werden. Hast du es aufgenommen, wo der Brasilianer so Man hat gemerkt, er war zu unter zu großem Druck, dass er das so rauslassen musste, weißt du? Das wird krass, Junge. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Kebabland Köln. Könntest du das wiederholen? Kebabland Köln. Wen soll ich anrufen? Navigation, Venloer Straße 385 in Köln. Könntest du das wiederholen? Venloer Straße 385 in Köln. Ja, ma, geh ma! Erstmal Glatze rasieren und ein bisschen frisch machen, damit ich auf dem Event gut aussehe gleich. Bart, Haare, alles, ich schneide mir alles immer selber. Ich benutze dafür jetzt schon seit einiger Weile Störtebeker-Produkte. Die haben mir das alles zugeschickt vor einigen Monaten und haben gesagt, probier das ganze Zeug mal aus. Aufmachen, Rasierklinge kommt da rein, dann machst du wieder zu und dann kannst du auch direkt so mit der Rasur beginnen. Hier ist Bartöl dabei, Rasieröl dabei, Rasierhobel, Rasierklingen, alles mögliche ist dabei. Ring15 ist der Rabattcode, damit könnt ihr nochmal 15% auf euren gesamten Einkauf sparen. Ich kann es nur empfehlen, Qualitätsprodukte, richtig geil. Frisch rasiert, ich schwör's dir, es gibt nichts, was sich frisch rasiert besser anfühlt als eine Glatze. Yeah. Hallo! Hi! Wie geht's? Oh, oh. Ich finde, man hätte den schon vorher abbrechen sollen. So Jungs, jetzt kommt der Kampf von Holodenko. Das wird gefährlich. Kein Spaß. Boah. Auch Beinarbeit, ne? Schau mal, Junge. Wie er sich bewegt auch. Auf rechte wieder durchgegangen. Das war linke. Boah, der macht schon jetzt so viel Druck, der Sola, ne? Junge, sein Movement, richtig präzise Killermaschine. Oh, stark, Junge! Oh, halt dein Maul, Alter! Oh, die Hände, die 1-2 sind so krank. Alter! Einfach 100% Trefferquote gerade mit der linken, ja? Da will ich nochmal werfen und nochmal! Blöd gelaufen für Holodenko, aber ey, aus dem Kampf kann man nur lernen. Der Typ ist unfassbar hohes Level gewesen, der Gegner. Gegen so einen Typen zu verlieren, ist gar keine Schande, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Respekt überhaupt, dass Holodenko diesen Kampf angenommen hat, weil ich sage euch ganz ehrlich, viele hätten überhaupt nicht die Eier gehabt, den Kampf gegen den Sola anzunehmen, weil er einfach echt krass war. Im Stand-up sollte Jano auf jeden Fall echt stark sein. Bodenkampf könnte ein Problem sein, ja. Ich denke, der Gegner wird es versuchen, in den Boden zu ziehen. Mal sehen. Oh. Ja, jetzt wird's eklig.
wehgetan. Der Körpertreffer hat wehgetan, Junge. Geile Entwicklung von Jan. Sehr gut gekämpft. Jetzt wird spannend. Hoffentlich erste Runde Knockout, ja? Was sagst du? Zweite Runde Knockout. Ich bin richtig aufgeregt, ja? Schön. Stark. Gefährlich, der Brasilianer. Stark! Gut verteidigt, sauber! Oh, das bist du hoch abgerutscht, oder was? Okay, der ist gleich raus, der raus. Gut. Der Brasilianer war aber auch echt giftig am Anfang, da musste man auf einmal ein, zweimal richtig aufpassen, aber er hat den Job auf jeden Fall erledigt. Jetzt kommt der Kampf von Max Kuga, ne, da sind wir natürlich auch extrem gespannt darauf. Ich hoffe, der macht das Ding auch und dann ist es eine runde Sache. Ausgekontert, glaube ich. Rechten das geht, komm! Der hat ihn sicher. Boah, seine Schläfe ist richtig rot, Junge. Egal, aber die Promoten, die Schläfe, wo er ihn erwischt hat, richtig rot. Also starke erste Runde, aber ich sag auf jeden Fall, die Runde geht an Max. Kein wilder Schlag. Oh! Out of the red corner, Max! Gib mir gleich Reflex, Junge. Du hast viel zu lange gebraucht für den Sieg. Aber ja, ich sag auch, Bruder, war echt zu lange, ja? Glückwunsch, ja. Dankeschön, mein kurzes Fazit nochmal zum Event, bevor wir jetzt gleich nach Hause fahren. War ein geiles Event mal wieder, geile Kämpfe. Obwohl mir zwei, drei Kämpfe ein bisschen zu ringerlastig waren und dadurch ein bisschen träge wurden. Aber an sich, das ganze Event war echt krass. Vielen Dank natürlich mal wieder an Fighting und an NFC für die Einladung, auch für die VIP-Tickets. Wenn ihr dieses Mal nicht dabei wart, wie gesagt, Freunde, besorgt euch mal ein Ticket. Seid mal live dabei bei so einem Event und spürt die Atmosphäre. Ihr werdet es einfach genießen. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Event. Bis dahin, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.